von der Zeit, da hoffe ich mir echt nur Schwimmen, Training, Schwimmen, Schwimmen, ein bisschen Spaß zwischendurch, aber wirklich mal Schwimmen lernen. Also wir wollen den Camp-Teilnehmern die Vielfältigkeit des Schwimmsports mit auf den Weg geben. Daher hat jede Trainingseinheit hier auch einen bestimmten Sinn und einen bestimmten Zweck, den wir dabei verfolgen. Nicht nur technisch gehen wir daran, sondern auch trainingsspezifisch, was ist Schnelligkeit, was ist Ausdauerschwimmen und in Bezug darauf natürlich eben auch die vier verschiedenen Technikarten. Neben dem gibt es auch noch die Starts und die Wenden, die wir in dieser Woche auch noch mit abdecken möchten. Doch mit Schwimmen heute und Bahnaufteilung wie gestern. Bis auf das Linda bei euch landet, auf das 2. Sehr gerne, Mats. Danke. Im Mittelpunkt des Camps für die Teilnehmer steht natürlich die Optimierung der jeweiligen Bewegung, sowohl beim Kraul-, Rücken-, Brust- oder auch Delfinschwimmen und die Starts und Wenden. Neben den technischen Verfeinerungen der jeweiligen Schwimmlage oder Schwimmtechnik steht natürlich auch ein bisschen Spaß und Urlaub einfach im Vordergrund. Weil bei Sonnenschein macht das Training einfach umso mehr Spaß und dementsprechend wird auch mehr geschafft. Ich hatte einfach nach was gesucht, wo ich noch meine Möglichkeit habe, Sport und Urlaub zu kombinieren. Und ich schwimme einfach gerne und von daher habe ich gedacht, probiere ich das einfach mal, auch wenn es sicherlich eine Herausforderung ist, die Stunden am Stück zu schwimmen. Camp auf Mallorca, wie man unschwer bei mir auch im Hintergrund erkennen kann, ist einfach Sonne mehr oder minder garantiert und es hat einen gewissen Urlaubsflair. Die Leute, die Teilnehmer sind entspannt, die sind in Urlaubsstimmung, die möchten gern was lernen und die Atmosphäre hier auf der Insel oder auch im Best Swim Center ist einfach fantastisch und allein das macht das Camp einfach schon zu etwas Besonderem, wenn man zumindest hier auf der Insel Mallorca sich aufhält. Schwimmcamp ist mega hart, richtig mega harte Einheiten, aber bringt richtig Spaß. Die beiden machen das richtig gut und können mich motivieren, dabei zu bleiben. It's very good. I like the coaches very much. They are professional and that's very important to me. And they have a good, the sessions are good and yeah, I like it a lot. And I've been to many camps. I really like this one. Eindrücke sind super positiv. Also für mich ist das so eine Art Start jetzt ins Jahr und irgendwie ganz cool. Halt auf Mallorca draußen schwimmen ist erstmal neu. 50 Meter Pool habe ich sonst nicht. So Matze ist ja auch irgendwie so ein positiver Typ, immer optimistisch. Das macht Spaß so. Ideal geeignet sind diese Camps im Prinzip vom Alter her unabhängig. Wir haben diesmal Camp-Teilnehmer zwischen 15 und 60 Jahren dabei, sprich also eine riesengroße Altersspanne. Geeignet für jeden, der seine Schwimmtechnik endlich oder vielleicht überhaupt mal verbessern möchte oder auch eben neue Sachen erlernen möchte. Es geht halt nicht nur darum, seine Hauptlage zu optimieren, bewegungstechnisch das Ganze zu analysieren oder analysieren zu lassen, sondern auch mal reinzuschnuppern in, wie geht Delfin schwimmen, wie sieht ein vernünftiger Start aus, auch wenn ich das vielleicht gar nicht zwangsweise permanent brauche. Aber allein diese Vielfältigkeit macht es für jeden eigentlich sehr, sehr interessant, um einfach mal über den Beckenrand hinauszuschauen. Gerade dieses Camp, weil meine Tochter und deren Freundin hier hingekommen sind und zu mir nach Hause gekommen sind und gesagt haben, komm doch mit, Papa. Ich mache seit 13 Jahren Triathlon, kann weder schwimmen noch Fahrrad fahren, laufen kann ich. Dachte ich, jetzt lerne ich mal schwimmen, versuche es noch einmal, weil ich mich nächstes Jahr für den Ironman angemeldet habe. Alles oder nichts. Well, it's part of my training for next year's World Championships. So I wanted to go to a camp and I've been with Sarah earlier and I really loved it. Also, dass sie schon ganz schön individuell auf mich auch eingehen als Schlechteste in der Gruppe, aber ich nicht das Gefühl kriege, der Schlechteste zu sein, sondern ich werde eben ein bisschen mehr gefördert, darf mal was auslassen, da darf man eine extra Übung machen, aber das finde ich, kriegen sie echt gut hin, so die Bandbreite zwischen den Halbprofis und denen, die wirklich noch was lernen können. Das Best Swim Center ist eine fantastische Anlage hier auf der Insel Mallorca. Es hat ein 50 Meter Becken mit einem leichten Salzgehalt. Und wenn man dann einfach mal durch die Räumlichkeiten geht, wer hier schon alles trainiert hat, ist das schon sehr beeindruckend. Das kann auch mal passieren, dass wir hier im Camp, die neben uns dann vielleicht irgendeine Nationalmannschaft aus England, aus Frankreich oder aus Deutschland haben. Also hier waren schon immer sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Schwimmer und auch Triathleten unterwegs. Die Deutsche Triathlon Union veranstaltet hier auch Trainingslager. Also daher ist der Ruf schon über die Grenzen Mallorcas hinaus bekannt. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir irgendwo hingehen, möchten wir auch dahin gehen, wo optimale Bedingungen herrschen. Und das bietet dieses Best Swim Center definitiv. Ansonsten ist es alles relativ nah beieinander. Wenn man das Hotel mit reinnimmt,
Essen ist super, also die Buffets sind richtig gut, sportlergerecht. Die Zimmer sind angenehm groß, sauber. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Es passt rundum das Paket. Das ist einfach die geilste Sportart, die es gibt.